Wow, das war jetzt knackig. Level up. Schade, hat heute kein Level up gehabt. Okay, dann müssen wir den mal eben zusammenflicken wieder hier. Ja, verbraten wir inzwischen schon einige Items. Okay. Oh, direkt schon der nächste Angriff, ernsthaft. Boah, die lassen einem keine Sekunde zum Verschnaufen hier. Oh. Ein Troll. Einfacher Höhlentroll, okay. GP pro Angriff, das ist ja, das ist gar nichts. Okay, boah, wir haben den Kopf was abgezogen. Wow, ich befürchte fast, er wird uns eine ziemliche Kelle gleich verpassen. Mal gucken, 313 Punkte. Ach du Scheiße. Ja. 850, ja, ist klar. Ja, und er darf auch noch zweimal, danke. Alter. Ja, ich probier's mal. Okay, hat geklappt. Oder auch nicht. da. Och, wir machen dem halt mal absolut gar keinen Schaden, ne? Das ist Wahnsinn. Wir tun dem halt einfach mal gar nichts. Och, glaubt er gerne aus. Okay, er blutet jetzt zwar schön, aber nichtsdestotrotz befürchte einen wird er uns noch umhauen. Boah, klopft der Kerl, Alter. Der kann mit seiner Keule umgehen, ey. Okay. Das ist heftig. Was? So wenig XP bloß? Oh, der hat uns hier gerade den Hintern versohlt, ey. Troll 1 von 9 besiegt. Oh, Auftrag erledigt. Finde Balins Streitaxt. Oh. Warte. Haben wir die von dem Troll jetzt bekommen? Ne, Zwergenwanderaxt. Ach, diese. Weitaus schlechter wie das, was wir schon anhaben. Hä? Wo ist denn die Axt? Finde Balins Streitaxt. Ist doch keine. Wer ist sie da vorne drin? Ausrüstung. Axt. Nö. Wir haben hier. Okay. So, neue Rüstung, was haben wir denn hier? Ach, hier. Plus 2 Konten. Okay, nehmen wir. Keiner. Gut, dann gehen wir hier nochmal durch. Und zwar besserer Schutz. Ja, bessere Initiative. Auf jeden Fall. Denn irgendwie kommen wir überhaupt nicht mehr zum Angreifen. Gut. Den müssen wir nochmal zusammenflicken. So gut es halt eben geht.
Ja, nehmen wir das jetzt mal ein bisschen. Okay. Haben wir in einer Kiste? Nö. Oh. Da hinten ist noch einer. Ja. Ob die uns hier mal für 2 Minuten in Ruhe lassen können, das ist ja Wahnsinn. So, lähmender Schlag. Zack. Na, jetzt machen wir zumindest mal wieder etwas mehr Schaden. Ja, übertreffen, ja. Na. Ah, steht er immer noch. Komm schon. Na, also, geht doch. Okay. So, ich will die Kiste da hinten noch haben. Ach Mist, die haben wir schon. Die sah aus der Ferne noch verschlossen aus. Okay. Da war nichts, da hatten wir eben geguckt. Ist da hinten noch was? Hallo? Hier. Hier. Kiste. Oh, ich höre es ja schon wieder. Ob die einmal 5 cm lassen können zum Schnaufen, das ist ja Wahnsinn. Ja, dann sind natürlich gleich wieder als erstes dran, klar. Okay. Dann hauen wir dem mal eine rein. Na, ja, Mist, ich dachte, Illegos ist jetzt direkt dran. Hallo? Ich kapiere das System nicht wirklich, wann wer wo angreifen darf. Man sieht es ja auch am rechten Rand immer in der Leiste, wo ständig dann alles, die Porträts alle da hin und her springen und durchtauschen. Ach, jetzt habe ich genug gehabt. Oh, weißt du was? Ja, komm, nicht einfach um. Ja, natürlich. Das finde ich ein bisschen hart übertrieben, dass sich die Caps so dermaßen verschieben, wenn man von West nach Ost Moria rüber geht. Auf einmal machst du da kaum noch Schaden. Die dürfen 35.000 Mal angreifen und liegen nicht nur noch um. Hm. Finde ich sehr, sehr schwierig. Beretta ist schon wieder umgefallen. Ach. Okay. Ja, und da kommt schon der nächste Ork-Truppe angerannt. Tja, ich sagte noch in den ersten Folgen, ach, die ganzen Dinger, später werden wir sie vielleicht mal brauchen. Wir brauchen sie jetzt schon. Ups. Wir brauchen sie jetzt schon. Die APs sind nicht das Problem. Die
Lebenspunkte sind's. So. Ah ne, das ist ein Caster. Ja, gemäß auf den Häuptling. Bevor er wieder auf die Idee kommt. Ja, sehr schön. Bevor er wieder auf die Idee kommt, die alle hochzuheilen. Achso. Ja, dieses Hin- und Her-Geslide meinte ich gerade. Also er ständig hin- und her-switcht. Das ist irgendwie ein bisschen... Nee, weiß ich nicht. Etwas undurchsichtig. So. Ja, komm. Na, sehr schön. Ihr macht euren HP-Pool auf einmal, das ist ja Wahnsinn. Die halten ja auf einmal was aus. Achso, nee, können doch aber hier noch mehr. Genau. Noch mal ein bisschen härteren Schuss rausschieben. Okay. So. Bräuchten auch demnächst mal wieder neue Waffen, glaube ich. Zumindest für Beretta und für Elegost mal. Wir haben zwei erst gefunden, aber durch diese Cap-Verschiebung jetzt könnten das ein oder andere neue Item nicht schaden. So. So, dann hier Kiste. Zack. Okay, da war jetzt einiges drin. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Die Brücke von Khazad-dûm. Sieht zumindest aus. Ist das die Brücke schon? Glaube ja. Okay. Na, Kiste haben wir nichts. Gut. So, dann machen wir mal ein Speicherli. Zack. Ja. Speichern. So, wirklich. Ostmoria-Treppe. Okay, gut. Du hast ein neues Kapitel des Schattenmodus freigeschaltet. Okay. so, wir hatten noch... Genau, Trollsklaven. Der Hass der Trolle richtet sich nun gegen Beretors Gruppe. Der dunkle Herrscher Sauron hat viele Völker unterjocht, um die Macht Barad-dûrs zu mehren. Vor vielen Menschenaltern brachte die Bosheit Mordors den Troll hervor. Eine üble Laune der Natur. Sauron versklavte die Trolle, um seine dunklen Pläne zu verwirklichen. Und nun sucht der Troll, der einst die Söhne deines Zwergenfreundes erschlug, deinen Begleiter, um sein Werk zu vollenden. Tja, da kann er lange suchen. Okay. Da gehen wir hier nochmal alles durch. Tempo. Also mal irgendwie Schnitte haben, zum Angreifen zu kommen. So, neue Ausrüstung. Zwergengürtel, Schnalle. Zwei Team 5. GST.
Halt. Ja. Was ist GST? Ach, Geist, okay. Wo waren wir denn jetzt? Ja, hauen wir mal den noch mit rein. Na komm, hau rein. Da waren wir, ne? Genau. 3 Stärke, 5 Schicksals. Würde zwar Geist ein bisschen runtergehen, AP ist runter, aber. Nee, Tempo geht auch runter. Geschicklichkeit geht zwar hoch, aber das Tempo geht runter. Nee. Das lassen wir, das bringt so nix. So. Ich wollte. Na. Dahin. Keiner, nichts Neues, okay. Schade. Gut. Okay. Dann gerade nochmal ein finales Speichern. Dann verabschiede ich mich hiermit schon mal auf YouTube. Dann nachher. Was das für diese Folge? Vielen Dank fürs Zuschauen. Und hier im Stream mache ich jetzt noch ein bisschen Abschlussmusik. Aber für die Aufnahmerunde jetzt ist es erstmal rum. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.